Ich freue mich auf die Zeit, in der man Hühner mit Seeds paaren kann. Weil ich meine, Weizen, ja. Geht dann auch irgendwann zu einer Alge, aber Seeds kannst du nicht mit. Du kannst dich totschmeißen mit. Weil du kriegst halt immer so viel raus. Aber Weizen, den brauchst du halt für dich selber, den brauchst du für sämtliche Viecher. Da wirst du halt blöde bei. Ja, geschieht dir recht, du Sau. So, ich komme jetzt mal hier rein. Auch mal wieder. Sweet behalte ich mal. Die Seeds kommen raus. Und die Axt nehme ich mit. Ich meine, wir wollen jetzt Holz hacken gehen. Da brauche ich die Axt. Die brauche ich dort nicht im Haus. So, kleines Deck kommt da rein. Dann gehe ich jetzt erstmal die Eier hier aufsammeln. Mhm. Warte mal, die sollte ich ja nicht alle hier verschwenden, weil zu Hause haben wir keine Hühnchen. Plopp, plopp, plopp. Muss ich ja alle sammeln. Ich habe übrigens keinen Überblick, ob ich jetzt hier Weizen einfach nur rein verschwende. Ich versenke einfach den kompletten Stack hier rein in Hoffnung, dass ich schon ein paar Hühner erwische. Und jetzt spielen wir Ginny Weasleys Lieblingsspiel. Hühnchen töten. Ja. Du kannst von draußen schön zusehen, wie ich deine Artgenossen hier abschlachte. So, gerade noch frische Eltern, jetzt schon Bräuler. Das ist schon ein bisschen brutal, was sie hier machen. Ups. Ja, passiert. War wahrscheinlich ein männliches Küken. Kam halt in den Schredder. Ah, ich hätte jetzt eigentlich rein demonstrativ ein rohes Hühnchen essen müssen. Hätte ich mich zwar mit vergiftet, aber hey, hätte wenigstens Stil gehabt. So, und jetzt haben wir wieder 48 Federn. Können wir wieder ein paar Pfeile herstellen, zumindest dahingehend. Und ab ins Gebüsch. Ab ins Gemüse. Dschungelbäume farmen. Macht Spaß. So. Ah, nein. Gerade worüber wir hier das letzte Mal gesprochen haben. Darüber, wie sich die EU selber versenkt und die CDU. Weiß ich gar nicht mehr. Nur gerade muss ich schon wieder dran denken. Und dann die Meinungsfreiheit von Tom Kahnbauer, ne? Die öffentliche Äußerung von Meinungsfreiheit einschränken, wenn Wahlen anstehen. Mhm. Ganz brillant. Warum werde ich immer politisch, wenn ich hier in den Bäumen anhänge? So,
Zumal es ja nicht politisch sein soll, mein Gameplay. Ich wollte es ja eigentlich von Anfang an komplett politikfrei halten, aber gut. Ne, das war ja mein Versprechen an euch. Habe ich genauso eingehalten wie unsere Politiker ihre Wahlversprechen. Ja, der war vielleicht ein bisschen böse, aber egal. Ich bin halt wenigstens ehrlich. Im Vergleich zu anderen. Wie unseren Politikern. Geil. Darf eigentlich die Lieder aus der Gronkh-Playlist nicht überspringen, weil es sind halt die Klassiker und die werden ja so erschlagen von den restlichen Bausteinen der Playlist. Aber eigentlich habe ich gerade auch nicht so Lust auf manche Stücke aus der... Was war da jetzt für ein Schatten? Was sind denn das für Schatten? Oh nein, da oben hängt noch Holz drin. Scheiße. So, ein kleines unfreiwilliges Jump'n'Run. Hängt hier noch irgendwo Holz drin? Wow. Okay. Sehr schön. Na, wie gut, dass ich das mit meinen Jump'n'Run-Skills locker geholt habe. Ich glaube, ich nehme auch mal die Pony aus unserer Soundtrack-Playlist raus. So sehr ich den Deponia Soundtrack auch mag, wir haben den schon sehr oft gehört. Der müsste eigentlich mal Platz für was Neues machen. Also der klassische Minecraft Soundtrack bleibt hier drin. Zum größten Teil zumindest. Aber jetzt ist Deponia mal an der Reihe, auch Platz zu machen. Eisenhelm. Hm. Naja, kein Verlust ist auch ein Gewinn, ne? Leider fahre ich gerade Verlust. Jetzt erstmal hier in die Bäume rein. In Hoffnung, dass mir hier kein Zombie irgendwas wegsprengt. Das Schöne ist, die lassen sich relativ entspannt abbauen. Weil die wachsen nicht so hoch. Und die verwachsen auch nicht so krass. Ich brauche jetzt sehr viel Birkenholz. Weil... Das macht sie natürlich am besten in der Wüste, finde ich. Ich hab's dir gesehen. Ich hab's gesehen. Blöde Sau. Na, direkt auf den letzten Schlag, ne? Der Soundtrack gerade aus Skyward Sword erinnert mich sehr stark an Paper Mario, Super Paper Mario hier. Das ist von der Wii. Manche Leute bezeichnen das ja als das beste Paper Mario, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Es ist schon ganz nett, aber es ist halt die kleine Schwester davon, ne? Für mich ist das beste Paper Mario 1.
Also Paper Mario und die Legende vom Mio-Tor ist auch ganz cool, macht auch Spaß. Aber für mich ist es einfach der erste Teil. Ist es einfach für mich. Du kleine Mimose, was dir denn? Ich muss bauen mir. Da. Nach. Das kenn ich ja schon. Doch Koffer zu packen, nur weil alte Socken im Lampenschirm gegen Grenz war schon an Hohn. Hat dich, was ich dir erzähle. Ja, es ist ganz schön, so eine Stücke von Pokes zu hören, aber. Aber. Mann, es ging um Deponia, selbst auf Opferung und Platz. Willst du mich rolle hier nochmal von vorn? Und zwar noch einmal von vorn. Okay. Also ich werde jetzt erstmal mein Bone Meal hier wegfarmen, sozusagen. Und dann lasse ich das hier natürlich wachsen. Ohne hier irgendwie Düngemittel reinzustecken. Dann kann ich oben am Tempel weiterbauen, währenddessen wächst hier unten unsere Mini-Farm. Unsere Birkenfarm. Was ist das denn? Achso, hier kam nur ein Pfeil aus dem Baum runtergesegelt, okay. Ah, Binding of Isaac Remix. So, ich muss hier nur auch mal selber ein bisschen Blätter niederhacken, um an die Saplings zu kommen. Genau. Finde ich schade, dass man die Pfeile von den Skeletten nicht einsammeln kann, aber gut, könnte man auch. Das könnte man auch ziemlich hart exploiten, dass man die Skelette einfach schießen lässt und sich dadurch Pfeile farmt. Wie in Assassin's Creed Origins. Kannst ja auch mit dem Schild blocken und die Pfeile kannst du einfach rauspopeln. Dann hast du wieder selber Pfeile. Boah, ich hasse Spinnen. So, 5 Saplings haben wir jetzt über, das passt. Obwohl, das lasse ich mal da, ich nehme mal das Tropenholz mit. Wobei, nee. Ne, kein Verlust ist auch ein Gewinn, ne? Sieht man. Wir hatten zuerst 2 Bäume, jetzt haben wir nur noch 1. Na, stimmt, wir droppen ja das Ding nicht. Wäre es gewesen, wäre da jetzt ein Huhn rausgekommen. Okay, ich hole mir jetzt mal eben die Federn hier ab. Irgendwo werde ich noch Flint rumliegen haben. Hier habe ich zum Beispiel noch was. Wie sollte das da rein, aber gut. So, hier kommt auch kein Creeper mehr, zum Glück. Wie sieht es eigentlich in unseren Öfen aus? Okay, hier haben wir Gravel, aber kein Flint. Ja,
Und ich habe noch meine Äxte bei mir. Also, ich renne mal eben nochmal schnell zurück und lege meine Äxte ab. Und da gehe ich gleich mal looten. Okay, Skelett hat nichts mehr gedroppt. Schade eigentlich. Erstmal hier den Dschungelbaum machen. Ich hoffe darauf, dass ich hier ein paar Saplings rausbekomme. Wenn ich dann unten die Birken platt mache. Was ist das denn? Ein Bazaar. Gearshock. Scarlet Sword. Na, Sapling. Scarlet Sword muss ich echt auch mal durchspielen. Ist halt auch noch ein bisschen anstrengend. Zum Baum hier trennen, damit das auch mal decayen kann. Sind irgendwo mehr Holzstücke drin, soweit ich weiß. Ich werde auch gleich unterbrochen. Oder? Ah, doch nicht. Also wenn ich jetzt über 4 Saplings herausbekomme, habe ich schon wieder ein bisschen Gewinn gefahren. Ich glaube, das wird nicht passieren. Obwohl, dort 3, 4. Drei, vier, fünf. Wow. Gut, dann kommen die hier rein. Lange nicht gehört, Harek. Ups. Ja, man merkt, ich habe heute leider keine tiefgreifenden philosophischen Gespräche für unsere Baumfarming-Session vorbereitet. Eventuell ist die Musik gerade auch ein bisschen laut. Habe nicht daran gedacht, die einzustellen, weil gestern ging es meine Stimme noch ein bisschen besser als heute. Und mir ist halt vorhin nicht eingefallen, dass ich ja ein bisschen angeschlagen bin. Meine Stimme auch ein bisschen gelitten hat. Deswegen, ja, ergänzt sich vielleicht ganz gut, dass ich nicht viel sprechen kann, aber auch nicht viel sprechen muss, weil die Musik eh alles übertönt. Tropenholz, Birkensetzlinge, noch mehr Tropenholz. Gut, dann können die Äxte hier auch mal rein. Das Eichenholz nehme ich mit. Die Axt behalte ich bei mir. Okay, passt. Gibt's hier noch ein paar Saplings? Nö. Gut. Dann lege ich auch mal das Bone Meal hier ab. Brauche ich ja später nochmal.
Jetzt weiß ich, weshalb ich eigentlich nach Hause zurückkehren wollte, um zu gucken, wie ich die Zonen dort oben gemacht habe. Gut. Ich fahre mal eben nach Hause. Dann kann ich währenddessen auch mal aufs Handy schielen. Das mit der Verbindung hier ist jetzt ein bisschen blöd. So,